Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Channel Pilot Frank. Ihr könnt schon sehen, hinter mir steht der Alpha-Trainer vom Teacher. Da hinten kommt er. Wir machen jetzt mal einen Testflug. Ich möchte nämlich mal wissen, wie das Ding funktioniert und ob es auch schön Spaß macht, weil den hat er sich kürzlich neu zugelegt. Charterflugzeug oder Schulungsflugzeug? Charterflugzeug. Das ist quasi das Charterflugzeug hier in Gössenheim vom Teacher. Und ich bin noch nie mitgeflogen. Ich habe riesen Bock und wir werden jetzt mal versuchen, Coburg anzufliegen. Vom Wetter her ist es so, ja, durchwachsen. Muss man einfach mal gucken. Ja? Ich habe ein paar Kameras angebracht, dass wir ein paar schöne Sichten haben. Und wir hauen uns jetzt raus. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ich will euch ganz schnell zeigen, wo die Kameras überall hängen. Zum einen hier die Kamera, hier hinter uns, auch für den Ton. Dann haben wir hier vorne die für uns beide. Hier ganz vorne nochmal so eine kleine Extrasicht. Die natürlich, die ich gerade in der Hand habe, so als mobiles Ding. Und hier draußen an der Fläche haben wir auch noch eine angebracht. Jo, dann kann es losgehen, ne? Ja, Test 1-2. Ich teste gerade mal alle Kameras durch. Wir rollen zur 2-8 runter, weil der Wind natürlich auf der 2-8 liegt heute. Also statt mal auch gegen den Wind, so soll es sein. Ja, es ist auf jeden Fall ein riesen Raumgefühl bis nach da vorne. Also da vorne was ablegen, das kannst du abhaken, ne? Ja, das fliegt ja eh weg. Dass das seitlich runtergeht, du hast ja die zwei Fächer und das reicht eigentlich. Ja. Boah, das ist ja Wahnsinn, ey. Du liegst da drin wie in so einem Wohnzimmersessel, möchte ich fast sagen, ne? Ja, so ein bisschen Segelflieger-Feeling vielleicht. Segelflieger-Feeling, ja. Was hat das Ding so für ein Speed? 200 ist die Lieblingsgeschwindigkeit. 200, ja, das ist schon mal... Ganz so in ruhigem Wetter bis 240. Okay. Ja, das ist ja mal gar nicht schlecht. Wenn du zweimal davor stehst, das ist gar nicht schlecht. Ja, wir sind ready for Takeoff hier. Wie viele Klappenstellungen hat das Ding? Zwei. Und du bist jetzt auf der ersten, oder? Ja. Ja, wir können aber auf die zweite, dann sind wir schneller weg wegen den Modellfliegern. Okay. Ja, macht vielleicht Sinn, ne? Piste frei. Wow, der geht aber flott weg. Ah, zweite Klappe. Alter Schwede, du. Das ist ein richtiges, smoothes Fluggefühl, muss ich sagen. Machen wir mal die zweite Klappe mal raus. Ja, da ist richtig was los am Modellflugplatz. Da stehen einige Camper, da müssen wir dann schön aufpassen. Ja, ja, müssen wir jetzt aber wenn die Leute ärgern. Wenn wir in der Platzrunde bleiben, sind wir eh safe, ne? Ja. Da merkst du, dann nimmst die Klappen raus und das Ding geht sofort auf Speed. Hast du draußen jetzt komplett? Ja. Machst gar nichts bis auf 150. Krass. Steigt immer noch wie blöd. Der ist eine Rennmaschine, ne? Ja, ja. So, umfliegen wir mal so ein bisschen Karlsbach und der dann... Rennmaschine. Die EDR wird nicht aktiv sein, oder? Nein, ich will Karlsbach umfliegen und dann auf Kurs. Nee, die EDR ist sicherlich nicht aktiv. Gut, wir können ja mal die Tante Fis fragen. Das ist ein richtiges, smoothes Fluggefühl. Jo. Ist überhaupt nicht zu vergleichen. So, jetzt gehen wir mal gleich auf 200. Wird die Karre ausgetrimmt? Ja. Ah, ein bisschen steil, dürfen wir noch. Okay, habe ich? Okay. Dann schauen wir mal, muss mich erstmal ins Cockpit wieder orientieren, ne? Ist ja in jedem Flieger was anderes, deswegen machen so Einweisungen ja schon Sinn, ne? Ja klar, du musst immer schauen, wo sind die Instrumente, die sind ja nicht genormt. Ja. Okay, jetzt schaue ich mir mal, dass ich die Kugel mittig halt und hier mein Vario-Höhe halt. Auf der Linie sind wir, Speed haben wir 200, das ist eine amtliche Nummer. Ja, klar. Also der lenkt sich ja dermaßen smooth, ne? Also da ist kein Ruderdruck. Also absolut Wahnsinn. Verkauft der Peter die noch in Ibbesheim, ja? Ist ja, er noch dabei? Logisch. Na, man hört und sieht von dem nichts, ne? Scheinbar Mundpropaganda. Ja, Speed musst du jetzt machen, ne? Machst du ja gerade schon. Ich bin gerade wegen begeistert von diesem leichten Steuerdruck. Was ich auch geil finde, hier oben so Streben zum Festhalten, ne? Wie im Auto, ne? Jo. Kreisen auf und so. Brauchst das passende Auto dazu. Ja, genau. Cabrio ist immer scheiße, wenn du offen ist. Ja. Nee, lässt sich entspannt fliegen, muss ich sagen. Das ist eine richtig schöne Reisekiste. Dafür ist es da. Ganz
Kannst du sagen, was du die Stunde nimmst, wenn du den vercharterst? Was? Ja, so um die 100 Euro. Ja, das ist aber eigentlich schon fair, ne? Ja. 100 Euro nass für einen Alpha-Trainer, der 200 fliegt und ganz entspannt ist? Ja. Ich hoffe nur, dass... Man, die Alpha, die haben unseren Beruf. Alpha Tango? Delta Mark Uniform Alpha Tango zur Information. Ich sehe Sie jetzt gerade nicht mehr auf dem Radar. Gut, kann es sein. Wir mussten ein bisschen runter aufgrund von Wetter. Wir haben noch 2500 Fuß. Alles verstanden. Nee, ich wollte auch nur, dass Sie Bescheid wissen, dass ich Sie jetzt nicht mehr sehe. Alpha Tango, verstanden. So, Teacher, gib mir mal das Lenkrad wieder. Wir müssen hier... Wir sind die Steigerwald Ranger. Oha, oha, da zündeln aber welche. Anzeige ist raus. Ja, das müssen wir melden bei der örtlichen Delta Romeo, Papa, Feuerbrandbehörde. Ja. Und ich wollte auch mal eine Kurve fliegen. Genau. Das war der zweite Hintergrund. So, Kurve geht doch. Kurve geht immer. So, jetzt können wir uns aber immer von der FIS abmelden, weil wir... Genau, weil wir nah dran sind, ne? Gleich Kurve. Delta Romeo. Und im Endeffekt auf die 3-0, Delta Alpha Tango. Delta Alpha Tango, verstanden. Oh, da, das sieht doch sehr schön aus hier. Das ist ein schöner Anflug, ne? Mit der Burg hier links. Mit der Piste dahinter geht's runter in die Stadt. Haben die hier IFA eigentlich? Ja. Weiß ich jetzt gar nicht, ja? Ich glaube, die haben einen GPS-Approach. GPS, ja, das kann sein, ja, weil ja hier mal die großen Böcke rein und raus sind, ne? Ja. So, King Air und so Zeug habe ich hier schon stehen sehen. Ja gut, die Brose-Leute halt. Ja, genau. Schön, Mensch. Komplett entspannt mit 90. Ja, der Wind kommt so leicht von rechts, aber gar nicht spürbar. Der Wind ist heute auch nicht das Problem, ne? Nö. Die Sicht ist nur das Wolkengedönse. Ja. Und hier und da mal eine Regenzeit, okay, scheiß drauf. Boah, herzlich willkommen in Coburg. Alter, der will gelandet werden, du mein lieber Herr Gesangsverein. Sag ich doch. Boah, ja, geht schon. Geht schon, ja. Gibt Schlechteres. Absolut. War so eine 3 plus, die Landung. Ja, genau. Herzlich willkommen in Coburg. Ich habe es gerade schon zum Teacher gesagt, das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt mit einem fremden Flieger gekommen bin, erkennt mich hier keiner, ne? Da rechnet keiner mit. Und jetzt kann ich schön in aller Gemütlichkeit einen Kaffee trinken und das Ambiente genießen. Das machen wir jetzt. Ja. Ja, Teacher ist schon mal ins Restaurant, der zieht erstmal 2 Kaffee. Ich gehe schnell die Landegebühr bezahlen. Ja Leute, und dann werden wir gar nicht so lange hier bleiben. Dann hauen wir uns wieder raus Richtung Gössenheim. Und dann war's das schon wieder für heute, ne? Das war's, der End ist near. Es gibt keinen Kaffee, Leute. Wir sind gestrandet und müssen jetzt für immer hier bleiben. Bis 31.08. haben die Urlaub. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass sämtliche Gastronomen den ganzen August zumachen. Ja, aber trotzdem, ich meine, die haben jetzt Zwangszug gehabt und jetzt haben die dann schon wieder Urlaub. Also, da weiß ich auch nicht, ne? So, wir fliegen jetzt nochmal spontan nach Westhausen. Das ist so ein reines UL-Gelände, von hier 20 Kilometer. Da ist der Chris zu Hause. Und den besuchen wir jetzt mal ganz kurz. Ich muss mal schauen, wie lange meine Akkus noch halten, weil ich mit so einer langen Tour heute gar nicht gerechnet habe. Ich habe keine Ersatzakkus dabei. Naja, machst du nichts, ne? Magnetcheck haben wir gemacht. Klappen passen. Brandhahn, alles ist offen. Benzinpumpe, check.
war dann vorher. Ja. Ja, der Abflug 3.0 mit der Burg hier, das ist natürlich, ja, der Traum. Ist also wirklich wunderschön hier. Ja, Coburg lohnt sich tatsächlich immer wieder, ne? Jo, absolut. Okay, wir sind im Gegenanflug auf die 3.2 Westhausen. Der Chris ist am Platz, der ist am Funk. Teacher macht gerade die Kiste auf Klappengeschwindigkeit. Sehr schön. Sind wir denn zu Hause? Wir müssen hier links rüber. Ja, machen wir gleich. Die Klappe, dass wir runterkommen. Mit der Umwerfe rum, oder? Ich wäre vor dem Ort, wäre ich rum. Wird ein wenig knapp, oder? Ja, musst du mal gucken. Ich meine, wir haben Leerlauf, ne? 2000 Umdrehungen, da hörst du eh nichts mehr. Musst du so einen abgeknickten Anflug machen. Naja. Aber sehen tust du es, ne? Die abgemähte Piste? Ja. Scheibenwischer wäre nicht schlecht? Ja. ja. da machst du was mit, ey. Ja, Querenflug 3.2. Ach, Kabel und so ein Scheiß. Nee, ist nix, seh nix. Und Endernflug 3.2. Was ist hier mit der Erhöhung nochmal? Naja, ich seh's. Sportliche Angelegenheit. Ich schau gerade, ob hier Leitungen oder was? Nee, ist gar nichts, alles safe. Achte auf deinen Speed, ne, dass du hier zu langsam wirst. Ja, du musst nur schauen. Ein schöner Hang hier, da könntest du Gleitschirm fliegen. Ja. Komm hier aus dem Hobel gar nicht raus, ey. Also das ist eine Pornokiste, da muss ich gleich mal rein. Hey! Na, Digga! Hey, ja, Feini! Ja, bist du ein Feini, ein Dobermann! Ein Dobermann! Guck mal, ich hab die Kamera dabei! Ja, fein! Und nass ist er! Hä? Digga! Ja! Eine Pornokiste, Alter! Geil! Ey, das ist ja eine richtig amtliche Hülle, ne? Ja. Hier, Corona. Ey, was eine geile Karre! Da ist das Lustnest. Amtlich, Alter! Mega Karre! Kann man schön scheißen hier? Hast du das dran? Ja. Sag doch, der ist so eingezogen. Es ist wirklich, also, das sieht aus, wieder heim. Kamerad aufgegeben, die anderen Kameras sind alle leer. Wir müssen einen Alarm statt machen. Seht ihr mal dahin. Herr, wir hauen uns raus. Das war's mit dem Video. Alpha Trainer im Test. Sehr smoothes Flugzeug, sehr geil. Beim Teacher zu chartern, nass für 100 Euro. Nee, ist eine amtliche Kiste, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich verabschiede mich bei euch. Bis zum nächsten Video. Tschüssikowski. Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Channel Pilot Frank. Ihr könnt schon sehen, Scheiße, verlabert direkt am Anfang an. Siehst du mal, was das für eine Arbeit ist, wenn du verschiedenste Ansichten beim Trinken haben willst. So peinlich, diese Vorbeilaufdinger, wenn die Leute dann gucken. Zwei Ansichten reichen.